Wenngleich das heute auch wieder mosaikartig und überhetzt gesprochen worden ist, haben wir für heute unser Tagwerk unseres Erachtens vollzogen, weil wir den Widerstand, das mal auf die Schnelle innerhalb von 2 Tagen herunterzuleiern, nun geschafft haben, die Punkte Kapitel 1 bis 3, die Kapitel 4, 5, 6, die immer sich befragen, aber warum diese Unmöglichkeit, warum dieses Nicht-sich-Erkennen-Geben, warum diese Zwangsverpflichtungen ohne Ausweg, warum das Nicht-Reflexieren-Können dessen, was man nicht weiß, dass man nicht mehr weiß, das Nicht-Reflexieren-Können, wozu die Reflexionsstruktur in sich selber getäuscht ist und so weiter, Gott, das Unbewusste, das auch nur eine Tröstungsmaschine ist, ihre Kombinatoriken, die dahinter, also die Kapitel 6, 7, 8 bis 9 oder wie auch immer, das ist jetzt nicht auf die Schnelle zu exemplifizieren. Und man muss sich schon die Mühe machen, diese Angelhakenpunkte einer Metareflexion, denn Lacan sagt, es gibt keine Metasprache, aber es gibt eine Metareflexion, an anderem Ort zu suchen. Da muss ich selber nochmal nachschauen, was mich da manchmal geritten hat, wie es eine zu sagen pflegte, worauf in ihrem Falle allerdings leicht eine Antwort zu geben gewesen wäre. Ich wusste schon, was sie da geritten hatte.